Familie Botefür hat in Dötling ein Sommerfest für die ganze Familie organisiert. Das Besondere daran, auf dem Gelände des Schützenhofes unter den Linden wurde traditionelles Handwerk vorgestellt. Wie braute man vor etlichen Jahren Bier? Hat sich in der Schmiedekunst seit ihren Anfängen viel verändert? Und wie stellt man selber Glasperlen her? All diese Fragen bekamen die Besucher des Marktes beantwortet. Für das leibliche Wohl sorgte Thomas Botefür mit geräucherten Forellen und anderen Leckereien. Die Besucher schlenderten trotz des mäßigen Wetters gerne über den kleinen Handwerkermarkt.